habe ich ein Facebook-Posting gelesen, wo da drin stand, wusstet ihr, dass das Wort Brot 62 Mal in der Bibel vorkommt? Das ist ganz schön viel für die Bibel, das ist jetzt kein Backbuch oder so. Und habe dann halt mal nachgeschaut in der Bibel, wo das Brot überall vorkommt. Und bin dann auf das letzte Abendmahl gestoßen. Was das genau für eins war, das steht gar nirgends geschrieben. Und das hat mir dann halt gereizt, ob ich das rausfinden kann mit irgendwelchen Mitteln und das dann am Schluss backen kann. Und jeder kann mal probieren, wie hat das vielleicht geschmeckt damals. Und ja, dann habe ich das halt gemacht. So, ich wiege jetzt hier das Verhältnis ab zwischen normalem Gerstenmehl und Vollkorngerstenmehl. Das Vollkorngerstenmehl benutze ich, um zu simulieren. Da damals das Mehl nicht so rein war, wie wir das heutzutage kennen, da war viel Schmutz noch drin oder auch Schalenreste. Und deshalb habe ich, man geht davon aus, dass 1,75% davon im Mehl enthalten war. Und das simuliere ich quasi mit so einem Vollkornmehl, dass man das ungefähr das gleiche Verhältnis hat. Ein bisschen Würze des Lebens. So, Mehl, Salz ist jetzt drin, jetzt kommt noch das Wasser dazu und das war's schon. Und dann können wir den Teig laufen lassen. Und los geht's. Ich bin der Matthias Schwer, ich bin Bäckermeister und Brotsommelier in Endingen am Kaiserstuhl. Habe wahrscheinlich die kleinste Bäckerei Deutschlands, weil ich bin ein Ein-Mann-Betrieb und führe sie in der vierten Generation. Ja, ich bin ja hier aufgewachsen in der Backstube, ich habe gleich Mehl eingeatmet und war mir eigentlich klar, ich mache auch Bäcker. Allein schon vor der Arbeitszeit war das als Junge eigentlich ganz cool, wenn man mittags frei hatte und konnte dann Baggersee oder sonst irgendwas machen. Und es war ja alles da, es hat Spaß gemacht und deshalb habe ich Bäcker gelernt. Meine Eltern haben mir eigentlich abgeraten, mach doch lieber was anderes, wo du ausschlafen kannst oder so, aber vielleicht war das gerade der Trick, dass ich das mache, ich weiß es nicht. So, der Teig ist fertig, der löst sich so gut vom Kessel, das ist echt ein Traum. So, wir wiegen jetzt die Brote ab. Früher hat man das nicht gemacht, hat man das halt nach Gefühl. Aber ich möchte halt, dass schöne gleiche Brote ungefähr sind, dass man das noch schön präsentieren können. Das ist schon ein ganz anderes Aufarbeiten wie Brot, wie man sonst kennt, weil es halt ein Fladenbrot ist. So, hier haben wir jetzt die Gerstenversion mit dem Gerstenmehl. Das war eigentlich das Mehl der Unterschicht des normalen Volkes. Die obere Schicht hatte Weizenmehl. Haben sich die reicheren Leute nicht so gesund ernährt wie die ärmeren, weil halt das Gerstenmehl hier viel mehr Mineralstoffe, Spurenelemente hat, Vitamine. So, die Broten hatten damals Einkerbungen, so bis zu 8 Stücke kamen dann da raus, ähnlich wie bei einer Torte, sage ich jetzt mal. Das hatte Sinn und Zweck. Die Brote waren natürlich innerhalb von ein paar Tagen ziemlich hart. Und so konnte man die Brote leichter brechen. Dann wurde da in der Mitte immer ein Stück rausgezupft. Das war sozusagen die Opfergabe aus Dankbarkeit, dass man Brot backen konnte, dass man was zu essen hatte und hat es dann später zu den Priestern in die Tempel gebracht als Opfergabe. Die einfachste Art zu backen waren die Brote jetzt einzuwickeln in große Palmblätter und dann einfach in die Asche zu stecken. Es gab auch schon Öfen damals, Steinöfen, so ähnlich wie die Holzbacköfen, wie wir sie kennen. Ich lege es jetzt einfach herüber auf den Abziehapparat. Dann können wir sie nachher einfach in den Ofen reinschieben, alle zusammen.
Ja, ein Brotsommelier ist eine Zusatzausbildung für Bäckermeister. Das ist quasi eine zweite Meisterprüfung, wenn man so will. Und man muss auch eine Projektarbeit machen. Das ist so quasi das Meisterstück von der Prüfung, wo man dann auch präsentieren muss zum Thema, zum neuen Thema rund ums Backen oder ums Brot. Und dann habe ich durch Zufall in Facebook, gerade in der Zeit, wo ich mir überlegen sollte, was mache ich jetzt für eine Projektarbeit, habe ich ein Facebook-Posting gelesen, wo da drin stand: Wusstet ihr, dass das Wort Brot 264 Mal in der Bibel vorkommt? Ich habe ja dann verschiedene Leute gehabt, die mich da unterstützt haben. Und da haben mir dann immer so Tipps gegeben, wo ich mal nachschauen kann, wie damals gebacken worden ist, was damals für Rite war, was die Gläubigen, was die so gemacht haben. Und durch die ganze Bestimmungen, sagen wir beim Pessachfest zum Beispiel, das ist das Haupt, da war das Abendmahl stattgefunden, war es dann schön einzugrenzen, was das für Brot hätte sein können. Also ich war total begeistert von der Form des Brotes, dass das dann so aussieht, wenn man das sich anschaut, wie eigentlich fast schon wie Stern, sag ich jetzt mal, hätte ich im Leben nicht vermutet. Also es sieht besser aus, wie ich je gedacht habe, muss ich echt sagen. So, jetzt haben wir dann unser Gerstebeutel, dann unser Weizenbeutel und dann bin ich nachher mal gespannt, was die Zuhörer beim Verkosten meinen, wie ihnen das schmeckt. Sehr schmackhaft und verbunden mit der Information, Gerste kenne ich gar nicht bei der Brotverarbeitung, fand ich sehr interessant. Gerstebrot, ja, hätte auch ganz anders geschmeckt, aber auch sehr, sehr gut. Also war ein ganz tolles Geschmackserlebnis.